hätte das ja gerne wieder persönlich gemacht, deswegen dieses Mal digital. Herzlich willkommen zur Top 100 Auszeichnung. Das Coronavirus hat mit ungeheurer Wucht unsere Welt erfasst. Es ist eine Krise. Aber im Deutschen gibt es das Sprichwort, Not macht erfinderisch. Und gerade Innovatoren sehen in Krisen auch manchmal eine Chance. Bei Top 100 geht es um Innovatoren. Es geht darum, zu zeigen, wie diese Unternehmen den Mut haben, sich neu zu erfinden, Neues zu entwickeln und damit eben auch zu einem leuchtenden Beispiel für andere werden. Nun, gerade in Deutschland, finde ich, brauchen wir zudem einen Kulturwandel. Wir sollten die Prioritäten neu setzen und Innovation gehört ganz nach oben. Als Mentor von Top 100 ist es mir besonders wichtig, dass diese innovativen Unternehmen auch eine besondere Sichtbarkeit bekommen. Nun, entscheidend für einen solchen Wettbewerb, für eine solche Auszeichnung, ist die wissenschaftliche Basis. Bei Top 100 untersuchen wir die Innovationsorientierung von Unternehmen, also die Zukunftsfähigkeit. Die Basis dafür sind über 100 Indikatoren aus der internationalen Forschung und Vergleichsdaten von mehr als 10.000 Unternehmensanalysen. Die Peter Huber Kältemaschinenbau AG ist konsequent und durchgängig auf Innovation ausgerichtet. Dies zeigt sich unter anderem in der Außenorientierung, also in der beeindruckenden Art und Weise, wie hier Open Innovation gelebt wird. Peter Huber, Kältemaschinenbau AG, zum 8. Mal Glückwunsch zur Auszeichnung Top 100. Top 100 zeichnet den innovativen Mittelstand aus. Und das ist extrem wichtig. Denn man nennt nicht umsonst den Mittelstand das Rückgrat unseres Landes. Wir haben bereits zum 8. Mal am Top 100 Wettbewerb teilgenommen und freuen uns riesig über den erneuten Erfolg. Die Auszeichnung hilft uns beim Imagebranding und das Top 100 Gütesiegel passt einfach perfekt zu unserem Ruf als Technologieführer. Sehr wichtig ist uns der Benchmarking Report, mit dem wir sehr wertvolles Feedback zu unserer Innovationsleistung erhalten.